Hi Leute und willkommen zu meinem neuen Video. Hier in dem Video möchte ich euch nun mal zeigen, wie wir ein bestimmtes Problem lösen. Wir haben hier einen Krümmeranschluss in einem PKW. Hier ist alles durchgerostet. Wir müssen hier den Anschluss erneuern und haben folgendes Problem. Die Schrauben sind abgerissen. Was kann man hier machen? Wie können wir das wieder in den Griff kriegen? Das ist immer ein bisschen gefuckelt. Hier muss man wirklich sehen, dass man irgendwie quasi sich was einfallen lässt. Aber schauen wir uns einfach mal näher den Krümmer an. Wir sehen, hier sind die Schrauben abgerissen. Und die beste Methode hierbei ist wirklich, wenn wir diese Schrauben aufbohren. Hier ist es halt ziemlich schwierig, das genau hinzubekommen, denn in diesen Schrauben oder mehr zu sagen, in diesen Löchern sind Gewinde drin, in diesem Fall ein M8er Gewinde. Und wir müssen sehen, dass wir beim Aufbohren dieses Gewinde nicht zerstören. Also als erstes schleifen wir die abgebrochenen Bolzen so weit ab, dass sie flach sind. Passt hierbei bitte aber auf, dass ihr nichts in Brand setzt. Nehmen uns einen Klammer und können diese Bolzen exakt mittig. Versucht das bitte so genau wie möglich in die Mitte zu bekommen. Könnt da lieber noch ein, zweimal nach. Und dann setzen wir mit der Bohrmaschine an und bohren sie mit einem kleineren Bohrer auf. Sagen wir einfach mal 4 oder 4,5 mm, sodass wir erstmal in der Mitte ein Kernloch erstellen. Dieses bohren wir komplett durch. Jetzt schauen wir, dass das Loch wirklich genau mittig sitzt. Ist das der Fall? Können wir nun die nächstgrößere Bohrergröße wählen. Bitte schaut hier in die Gewindetabelle. Hier haben wir zum Beispiel ein M8er Gewinde. Also würde ich hier empfehlen, mit einem 6,5er Bohrer weiter aufzubohren. Hier setzen wir nun mit dem 6,5er Bohrer an und bohren weiter auf. So, und hier auch noch ein wichtiger Hinweis. Setzt bitte beim Bohren eine Brille auf, denn die Bohrspäne fallen alle euch ins Gesicht und somit fallen sie auch schnell ins Auge. Also bitte eine Brille unbedingt verwenden. Und des Weiteren ist es auch sehr sinnvoll, sich hier noch einige Bohrer extra hinzulegen, denn diese Schrauben sind doch recht hart und hier wird der Bohrer sehr stark abnutzen. Entweder ihr legt euch hier mehrere Bohrer hin, dass ihr wechseln könnt, oder ihr schleift euch eventuell dann die Bohrer immer wieder zwischendrin an, sodass ihr einen scharfen Bohrer habt und vernünftig arbeiten könnt. So, jetzt haben wir noch ein bisschen von dem restlichen Bolzen in dem Loch drin stecken. Um das nun zu entfernen, gehen wir folgendermaßen vor. Wir nehmen einen Brenner und erhitzen dieses Stückchen so weit, dass es fast glüht. Und jetzt habt ihr zwei Methoden. Entweder ihr kühlt es ab und hofft, dass es dabei so stark schrumpft, dass ihr es rausbekommt. Oder ihr lasst es so heiß und nehmt einen Dorn und schlagt es vorsichtig aus. Habt ihr dieses nun getan, müsst ihr nun einfach noch eure Gewinde nachschneiden und nun könnt ihr sie wieder verwenden. Und schon können wir unseren Krümmer wieder ansetzen. So, und damit komme ich auch zum Ende meines Videos. Hat das Video euch gefallen, würde ich euch um einen Daumen hoch bitten. Wollt ihr mehr meine Videos schauen, klickt doch einfach hier unten auf die Anmerkungen. Hier habe ich euch nochmal einige ähnliche Videos verlinkt. Wollt ihr noch mehr meine Videos schauen, schaut einfach auf meinen Kanal oder auf meinen Kanälen vorbei. Diese könnt ihr auch gerne abonnieren, denn Abonnieren auf YouTube ist natürlich kostenlos. Ich sage hiermit Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.